Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Studierende, liebe Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Udo Weilacher, ich bin Professor für Landschaftsarchitektur und industrielle Landschaft und ich habe das gestern Abend bereits gesagt, ich stehe nicht hier oben in einer ganz besonderen Funktion, sondern ich stehe hier oben, weil man mich mit der ehrenvollen Aufgabe betraut hat, unser Jubiläumssymposium 2016 anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Studiengänge Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung zu organisieren. Und wie das mit der Ehre so ist, sie ist auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber das haben wir sehr gerne übernommen. Ich muss Ihnen vorweg jetzt eine kurze Ankündigung machen. Hier wird gefilmt heute, darauf hat mich Andreas Prinz hingewiesen, der übrigens für die gesamte Technik hier in diesem Raum verantwortlich ist und auch gestern für die glasklaren Bilder mitgesorgt hat, in Kooperation. In Kooperation mit dem Medienzentrum der TU München. Herzlichen Dank für diese professionelle Begleitung unserer Veranstaltung. Ich muss Ihnen allerdings sagen, Sie werden also heute aufgezeichnet. Und wer immer auch jetzt nicht aufgezeichnet werden will auf Video, der müsste jetzt schleunigst den Saal verlassen. Das müssen wir aus Datenschutzgründen vorher verkünden. Also ich gehe dann. Nein, ich bleibe hier. Also nochmal herzlich willkommen hier im wunderschönen Schafhof in Freising, ein fantastischer Ort. Ich freue mich wirklich, dass wir hier sein können. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal gleich vorweg Eike Berg und seinem Team, insbesondere auch Beatrix Kornhaus, sehr herzlich danken, dass wir bei euch heute zu Gast sein dürfen. Es ist immer wieder ein Vergnügen, in diesen wunderbaren Räumlichkeiten zu sein und auch über Inhalte diskutieren zu können, die an der Schnittstelle zwischen Kunst und Landschaft und Wissenschaft stattfinden. Eike Berg, herzlichen Dank. Er hat uns, weil wir ja noch nicht genug Arbeit hatten, hat er uns auch noch ein bisschen extra Arbeit eingehandelt. Denn als wir uns dazu entschlossen haben oder ihn gefragt haben, ob wir hier nicht unser Symposium abhalten können, sagte er, könnt ihr gerne machen, aber dann brauche ich eine Ausstellung. So, wir hatten zwar schon ein wunderschönes Heft, Sie haben es vielleicht gesehen, 60 Jahre, 60 Pläne. Das Konzept muss ich, glaube ich, nicht eigens erklären, das erklärt sich hoffentlich von selber. Wir haben nämlich gesagt, wir suchen für jedes Studienjahr einen Plan raus. Ich habe das nicht selber ausgesucht, sondern ich habe das einer sehr talentierten jungen Mitarbeiterin überlassen, das zu tun. Katharina Christen an dieser Stelle muss ich sie erwähnen. Sie hat die Pläne rausgesucht und hat die Archive durchstöbert. Sie hat auch mit vielen von Ihnen Kontakt aufgenommen, um sicherzugehen, dass wir die Pläne verwenden dürfen. Also dieses Heft, das wir zusammengestellt haben, liebevoll gelayoutet von Sonja Weber und dem Team des ACL Landschaft. Das Heft gab es tatsächlich schon in der Konzeption, aber keine Ausstellung. Nun wollte dieser junge Mann aber eine Ausstellung für uns haben und deswegen haben wir gesagt, wir machen uns die Arbeit ganz leicht. Wir nehmen einfach die Pläne aus dem Heft und machen eine Ausstellung. Wochen später hängt diese Ausstellung hier und ich hoffe, Sie haben Freude dran, ein bisschen zu sehen, wie sich die Landschaftsarchitektur grafisch, aber auch inhaltlich in den vergangenen 6 Jahrzehnten verändert hat. So eine Veranstaltung wäre natürlich nicht machbar ohne die Unterstützung von vielen, vielen fleißigen Leuten, die ich hier nicht alle eigens erwähnen kann, aber Nicole Meyer hat einen fantastischen Job gemacht. Mein ganzes Lehrstuhlteam hat wirklich sehr, sehr hart gearbeitet, mit Unterstützung der Studienfakultät natürlich und mit Unterstützung von vielen fleißigen Studierenden. Und ich hoffe, Sie fühlen sich heute bei uns wohl und können das, was wir hier für Sie vorbereitet haben, auch entsprechend genießen. Ganz herzlichen Dank möchte ich auch nochmal ausrichten all den Ehemaligen, die uns erlaubt haben, diese Pläne zu publizieren und auszustellen. Auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, auch mal in Ihr Schatzkästchen zu schauen und zu schauen, ob da noch was Interessantes ist, was wir heute verwenden können. Aber wir hätten diese Ausstellung in dieser Qualität auch nicht realisieren können ohne die Allianz Umweltstiftung. Dr. Lutz Spandau begrüße ich heute Morgen ganz herzlich unter uns, denn ihr habt sofort gesagt, das finden wir eine schöne Aktion, wir machen mit, wir unterstützen das und dafür bin ich Ihnen außerordentlich dankbar und meine Grüße und meinen Dank nochmal ganz besonders an die Allianz Umweltstiftung. Wir freuen uns, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind, um mit uns ein bisschen über die Zukunft von Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung zu diskutieren. Gestern Abend habe ich ja schon einige Ehemalige begrüßt,
Herrn Stern unter anderem, der erste Student der ersten Stunde, der die Entwicklung des Studiengangs von Anfang an mitverfolgen konnte und dann später ein sehr erfolgreiches Büro in Zürich gegründet hat. Bereits gestern Abend habe ich Sie begrüßt und freue mich, dass wir miteinander über die Zukunft von Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung sprechen können. Nicht nur an der TU München, das hat sich ja gestern interessanterweise in Wohlgefallen aufgelöst, also wir sind gesichert, das war ja gestern schon mal sehr schön zu hören, insofern können wir kräftig weitermachen, sondern generell, wohin die Reise geht, doch dazu werde ich nachher noch ein paar Worte verlieren. Ich möchte natürlich insbesondere unsere heutigen Ehrengäste besonders erwähnen, die wir auch am heutigen Tage bei uns haben. Insbesondere ist uns eine Ehre, Herrn Josef Mederer in ihrer Funktion als Präsident des Bezirkstags von Oberbayern hier zu begrüßen. Herr Mederer, Sie haben hier eine fantastische Einrichtung, Sie haben das gemerkt und wir nutzen die deswegen auch sehr gerne und freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit. Sie werden uns nachher noch ein klein wenig begrüßen, aber jetzt schon mal herzlich willkommen in unserer Runde. Heute Morgen wieder mit dabei sind natürlich die Fachexpertinnen und Fachexperten, die sich dazu bereit erklärt haben, hier ihre Beiträge zu liefern zu unserer Diskussion. Auch die möchte ich an dieser Stelle schon sehr herzlich begrüßen. Sie werden heute dem Symposium die inhaltliche Schärfe geben und uns hoffentlich auch bis in den Abend in die Diskussion begleiten, wenn es um die Frage geht, wie verändert sich die Gesellschaft und wie können wir auf diese Veränderungen nicht nur reagieren, sondern wie können wir diese Veränderungen vielleicht sogar ein bisschen mitgestalten. Ich begrüße also sehr herzlich Professor Undine Giesecke von der TU München, Professor Dr. Stefan Kurath von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften aus Winterthur, Herrn Dr. Anselm Görres begrüße ich recht herzlich vom ZMM Zeitmanager München. Ich werde Sie nachher noch ein bisschen ausführlicher vorstellen dürfen. Professor Dr. José María Rey Benayas aus Madrid. Welcome. Unfortunately, we're talking a lot of German today, and my Spanish is almost non-existent, but at least a few English words I can give you in order to welcome you here to our symposium, and we're looking forward, of course, to your presentation. Professor Dr. Joachim Rathkau von der Universität Bielefeld, herzlich willkommen in unserer Runde. Und natürlich last not least, ich habe ihn schon erwähnt, Dr. Lutz Spandau, der aus Berlin angereist ist von der Allianz Umweltstiftung. Herzlich willkommen Ihnen allen von unserer Seite aus. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken bei allen Förderern und Sponsoren, die uns zusammen mit den Fakultäten der TU München und unsere Studienfakultäten unterstützt haben, nämlich damit man die auch mal ein bisschen vor Augen hat, das ist die Allianz Umweltstiftung, wie bereits erwähnt. Es ist der Schafhof Europäisches Künstlerhaus Oberbayern, der gerade auch Kolleginnen und Kollegen aus Polen hier zu Gast hat, deren Ausstellung Sie demnächst sehen könnten. Interessanterweise auch das ein kleines Byproduct, wie man heute so schön sagt, unserer Kooperation. Der Hochschultag Ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit unterstützt uns heute. Herr Görres wird uns dazu sicher noch ein bisschen was sagen. Sehr spannendes Unternehmen und sehr förderungswürdiges Unterfangen auch. Natürlich der BDLA Bayern, ein bewährter Partner an unserer Seite. Marion Linke hat uns gestern Abend ja auch ihre Grußworte übermittelt. Der Bundesverband Garten, Landschaft und Sportplatzbau, die Firma Richter Spielgeräte aus Fraßdorf, der Designentwickler Vectorworks, hier rechts auch präsent mit Informationsmaterialien. Die Firma Godemann unterstützt uns in all den Jahren immer wieder, worüber wir uns wirklich sehr freuen. Und natürlich Esri Deutschland GmbH als namhafter Softwarehersteller für geografische Informationssysteme oder Geoinformationssysteme sind auch heute präsent. Auch das, wenn man so will, wie nennt man das, so eine Art Spin-off-Unternehmen von Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung, wenn ich das mal so nebenbei erwähnen darf. Und bedanken möchte ich mich natürlich last not least bei der fantastischen Unterstützung unseres Alumni-Clubs Landschaft, der Club der Ehemaligen. Denn Sie alle, die heute zahlreich erschienen sind, haben uns auch enorm dabei geholfen, dass wir das heute veranstalten konnten. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Förderung. Bedankt habe ich mich bei meinem Lehrstuhlteam hoffentlich schon anständig. Heute will ich es stellvertretend tun. Ich möchte Frau Traudl-Hirscheider, Sekretärin, danken. Sie wissen, keine Universität funktioniert ohne vernünftiges Sekretariat.
Und Frau Hirschheider ist eine von den ganz besonders Tüchtigen, die uns heute ein Stockwerk tiefer, weil sie hat ja wichtigere Dinge zu tun, als mit uns hier oben die Zeit zu verbringen, dafür sorgt, dass es Ihnen auch über Mittag und in dem ganzen Tag durch gut geht. Also Traudl Hirschheider, herzlichen Dank. Sie machen genau wie alle anderen wirklich eine fantastische Arbeit und ich freue mich, mit einem solchen Team zusammenarbeiten zu dürfen. Bevor wir in den inhaltlichen Teil der heutigen Veranstaltung einsteigen, möchte ich aber Ihnen, Herrn Bezirketagspräsident Mederer, das Wort überlassen und Sie hier ans Rednerpult bitten. Herr Mederer, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Professor Weilacher, herzlichen Dank schon voraus für die freundliche Begrüßung, meine Damen und Herren, die Sie heute so zahlreich Freitagvormittag gekommen sind, zeigt doch, wie spannend und interessant dieses Symposium sein muss. Da muss die Neugierde da sein, Sie sind gekommen. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen hier am Schafhof. Und wenn ich Sie am Schafhof begrüßen darf, dann kann ich schon feststellen, dass eigentlich unsere gemeinsamen Verbindungen ja weit zurückgehen. Denn der Schafhof, das heutige Europäische Künstlerhaus, ist ja eigentlich eng verwurzelt mit Weihenstephan. Denn 1808 war Schönleutner einer, der in Weihenstephan hier die Agrarwirtschaft eigentlich begründete und neue Wege suchen musste. Und er hat sie gefunden und dann, ja, König Max der Erste Josef war dann beauftragt, hier ein Gebäude zu errichten, einen Schafhof, um Merino-Schafe hier in Bayern anzusiedeln, die ja im 14. Jahrhundert ein wertvolles Gut waren. In Spanien unter Todesstrafe könnten sie ausgeführt werden, also war angedroht. Sie sehen, und das hat man hier am Schafhof angesiedelt. Und wenn Sie so wollen, darf ich Sie quasi als Nachfolger von König Max I. Josef willkommen heißen hier am Schafhof. Der Josef ist gleich geblieben. Also von der Seite her, sehen Sie, von dieser Zeit sind wir schon eng verbunden und das setzt sich auch fort. Wenn Sie mit Landschaft sich auseinandersetzen, auch wir als Bezirk setzen uns mit Landschaft auseinander. Neben den Kernaufgaben Soziales in der Eingliederungshilfe für Menschen mit geistig, seelisch, körperlicher Behinderung sind wir auch zuständig, wenn es darum geht, Verordnungen, Landschaftsschutzverordnungen zu erlassen, zu beurteilen, zu bewerten. Auch das verbindet uns. Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen wollen, die Bezirke gibt es ja nur in Bayern, aber die Aufgaben müssen auch in anderen Flächenstaaten umgesetzt werden. Dann schauen wir nach Nordrhein-Westfalen. Da gibt es die Einrichtung, die die gleichen Aufgaben wie die Bezirke in Bayern machen. Und die heißen, Sie werden es nicht glauben, Landschaftsverbände. Da könnte man völlig was anderes hineininterpretieren. Aber vom Grundsatz bemüht man sich, die Aufgaben, die wir in der großen Bandbreite haben, umzusetzen und mit dem Begriff Landschaftsverband. Sie sehen auch hier, Landschaft ist irgendwo immer wieder drin und es ist auch ein Kernauftrag unserer Aufgaben, hier die Dinge zu sehen. Und wenn wir den Schafhof hier hatten, dann wusste man auch, Schafe pflegen, wenn sie beweiden, auch die Landschaft und erhalten sie frei von Wildwuchs. Also so Dinge sind hier zu vereinen, aber wenn Sie heute am Schafhof sind, erlauben Sie mir noch einen kleinen Gedanken anzumerken. Es ist uns ein großes Anliegen, ein großer Auftrag und Herr Berg ist ja schon benannt worden. Wir versuchen hier Künstler im Austausch mit europäischen Ländern zu verbinden. Und das sehe ich im Augenblick als unheimlich wichtige, wertvolle Aufgabe, vor allem wenn wir in Richtung Osten schauen. Wenn im Augenblick Künstler aus Polen da sind, vorher waren Künstler aus der Ukraine da, und da ist neben dem künstlerischen auch der menschliche Austausch unheimlich wichtig, wichtiger denn je, dass wir Menschen zusammenführen, dass sie sich kennenlernen, dass sie sich schätzen lernen und dass man auch friedlich miteinander im europäischen und weit darüber hinausgehenden Bereich zusammenleben kann. Auch das ist ein wichtiger Auftrag für uns als Bezirk Oberbayern und deshalb darf ich Sie hier herzlich begrüßen, willkommen heißen, wünsche dem Symposium eine interessante Tagung, einen interessanten Bereich zum Abdecken der Fachvorträge, die ja in der großen Bandbreite angeboten werden. Alles Gute und eine erfolgreiche Tagung. Dankeschön.
Ja, sehr geehrter Bezirksratspräsident, herzlichen Dank für diese Begrüßung. Ihnen müssen ja gestern Abend die Ohren geklingelt haben, hätte ich jetzt fast gesagt, weil Professoren im Ruhestand, die emeritierten Professoren, haben sich gestern auf einer kleinen Podiumsdiskussion ja auch mal darüber Gedanken gemacht, wie sieht es denn eigentlich mit der Umsetzung all dieser Erkenntnisse. Jörg Pfadenhauer hat das sehr schön angeführt aus. Und er hat ein bisschen bemängelt, dass wir heute eine ganze Menge wissen, gerade was Landschaftsschutz und Landschaftsplanung anbelangt, aber dass wir leider Gottes über all die Jahrzehnte es immer noch nicht geschafft haben, auch entsprechend wirksam die Erkenntnisse umzusetzen. Und vielleicht wäre das auch mal eine interessante Veranstaltung, eine Diskussion darüber, was ist eigentlich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen passiert und inwieweit können Sie uns von der Politik aus auch unterstützen, diese landschaftsschützerischen Maßnahmen, landschaftsentwickelnden Maßnahmen umzusetzen. Also das wäre vielleicht nochmal ein ganz spannender Bereich. Woran hängt es denn, dass wir an bestimmten Stellen vielleicht nicht so weit gekommen sind, wie wir uns das vor Jahrzehnten gedacht haben? Aber nochmal herzlichen Dank. Auch für Ihre Rolle als Gastgeber hier an dem heutigen Tag. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nur ganz kurz umreißen, worum es heute eigentlich gehen soll, bevor wir Ihnen die Referenten vorstellen, beziehungsweise ich habe die Ehre, den ersten Referenten heute vorzustellen. Wir haben das nämlich uns überlegt, dass jeder Kollege, jede Kollegin, in dem Fall ist es nur eine Kollegin leider Gottes bislang, Regine Keller, Ihren Gast, den Sie eingeladen hast, vorstellt. Das heißt, jeder Professor, jede Professorin hatte die Aufgabe, so seinen Gast zu finden, der zu dieser Tagung beitragen soll. Und deswegen werden auch nachher alle Gäste von den jeweiligen Professorinnen und Professoren präsentiert. Wir haben uns vorgenommen, bei diesem 60-jährigen Jubiläum nicht einfach nur in die Vergangenheit zu schauen und, ich sag mal, das Erreichte der Vergangenheit zu feiern und zu archivieren, sondern es war uns wichtig, dass wir einen Blick in die Zukunft wagen. Es war uns wichtig, nicht nur auf die zurückliegenden Jahrzehnte zu blicken, sondern 4 Jahrzehnte in die Zukunft. Warum 4 Jahrzehnte? Wir haben uns das irgendwie ganz nett vorgestellt, dass wir gesagt haben, stellt euch mal vor, im Jahr 2056 feiern Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung, dann natürlich mit 16 Professoren in allen Richtungen, die wir brauchen, um ein komplettes Studium anzubieten, feiern also ihr 100-jähriges Jubiläum. Und die schauen sich an, was wir uns heute, wir 6 kleinen Hansel, die wir heute Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung hier betreiben, uns so gedacht haben, wie die Zukunft aussieht. Die Vorstellung, dass jemand in 40 Jahren diesen Tagungsband vielleicht rausnimmt und sagt, da haben Sie aber völlig verrechnet oder schau an, die haben damals schon gewusst, wohin die Reise geht, fanden wir so reizvoll, dass wir uns dazu entschlossen haben, eben in die Zukunft zu blicken. 1956 wurde ja an der damals noch Technischen Universität oder Technischen Hochschule München, der Studiengang Garten- und Landschaftsgestaltung gegründet. Ziel war es damals gewesen, eine wirklich exzellente Generation von Fachleuten wissenschaftlich auszubilden, die eine ganz wichtige Aufgabe zu übernehmen hatten. Denn es ging um, heute würde man sagen, nachhaltige Umweltgestaltung der Landschaft in Zukunft. Gerade nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, gerade in der Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit, hat man gemerkt, dass wenn Landschaft als Lebensbasis zerstört wird, dann hat diese Gesellschaft keine Zukunft und deswegen war es ganz wichtig, auch im wissenschaftlichen Bereich das Thema Landschaft zu verankern und so wurde dieser Studiengang gegründet. Die zentrale Grundsatzfrage im heutigen Symposium lautet, wie wird sich in den kommenden 4 Jahrzehnten die Gesellschaft sowohl in soziologischer Hinsicht als auch in ökonomischer Hinsicht und ökologischer Hinsicht verändern und mit welchen Herausforderungen werden wir denn in den nächsten 4 Jahrzehnten konfrontiert sein. Das ist die zentrale Frage, die heute im Mittelpunkt dieses Symposiums stehen soll. Wir wollten wissen, wie wir uns als Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner nicht nur an der Hochschule einstellen können. Wohin geht die Reise? Die Dinge haben sich unglaublich schnell verändert. Die Komplexität ist enorm gestiegen, mit der wir heute zu tun haben. Und wenn gestern auch mal kritische Töne angeklungen sind, warum die Hochschule heute nicht mehr so am Ball ist, wie es vielleicht sein müsste, ja, dann muss ich auch sagen, im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren hat sich diese Welt erheblich verändert. Die Komplexität der Aufgabenstellung ist sehr viel größer geworden und die Bandbreite der Fragen, die wir heute abdecken müssen, ist nicht mehr so, wie das noch vor Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Sie müssen sich nur in der Ausstellung die Pläne anschauen, dann sehen Sie, wie sich die Aufgaben verändert haben. Das begann mal mit Privatgartengestaltung und Friedhofsgestaltung, wenn wir das heute anbieten würden, würde man uns zu Recht vorwerfen, ihr seid nicht an den aktuellen Themen der Landschaft und der Umwelt beteiligt.
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits in Städten. Wir müssen uns mit der Stadt als Lebensraum auseinandersetzen und können uns nicht zurückziehen und gewissermaßen uns mit Pflanzenverwendung jetzt vergnügen, sondern das muss eingebunden sein in eine gesamtgesellschaftliche Konzeption. Und wir können da nicht mehr so engstirnig arbeiten oder so fokussiert arbeiten, wie wir das vielleicht ganz gerne, engstirnig nicht, aber fokussiert, wie wir es gerne wollten. Die Aufgaben sind komplexer geworden. Und dass man dann im Laufe der zunehmenden Komplexität vielleicht auch mit etwas mehr Expertenvielfalt aufwarten muss, ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Deswegen finde ich, ich muss das nochmal wiederholen, steht der derzeitige Ausbaustand von Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung in überhaupt keinem vernünftigen Verhältnis zu der Vielfalt der Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Das ist zu wenig. Da kann man uns immer schön ins Stammbuch schreiben, wir haben das damals auch schon geschafft. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Sorry, heute sieht die Situation ein bisschen anders aus, um das mal ein bisschen anzudeuten. Unsere Bitte an die Vortragenden heute war, seien Sie mutig. Seien Sie mutig war die Bitte, wir haben gesagt, seien Sie mutig und zeigen Sie uns, erklären Sie uns, wie Sie sich die Zukunft 2056 vorstellen. Nicht irgendwie in 300 Jahren, das ist Science Fiction, das ist uninteressant, sondern in 40 Jahren, das werde vielleicht sogar ich noch erleben, wenn ich mich so tapfer schlage wie Herr Haber, dann kriege ich das vielleicht auch noch hin. Wie stellen Sie sich aus Ihrer fachlich qualifizierten Sicht die Entwicklungstendenzen vor? Was wird prägend sein? Welche Auswirkungen werden diese Tendenzen zukünftig auf Natur und Landschaft haben? Uns interessieren die Visionen derjenigen, die heute hier auf dem Podium sind. Und in diesem Sinne freue ich mich wirklich sehr auf den heutigen Tag, wirklich. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute aus Ihren Fachexpertenperspektiven zu hören bekommen.